Lange, dunkelblonde Haare, genau wie die Mama. Märtha Louise von Norwegen und ihre älteste Tochter Maud Angelika Behn tragen sehr ähnliche Frisuren, zumindest bislang. Denn die 20-Jährige hat ihren Look radikal verändert. Nicht etwa aus einer Laune heraus, sondern für einen guten Zweck. Um ihre Haare spenden zu können, rasiert sie sich den Kopf zu einer Fastglatze. Auf TikTok teilt Maud ein Video, das einen Monat vor ihrem 20. Geburtstag, dem Tag der Rasieraktion, beginnt. Mit einem Countdown zählt sie runter bis zum großen Tag, filmt sich täglich vor ihrem Badezimmerspiegel. Dann an ihrem Geburtstag am 29. April 2023 zählt sie bis drei, setzt die Schere an und schneidet eine erste Strähne ab. Die anderen folgen. Dann kommt zum Schluss noch der Rasierer zum Einsatz. Eine Friseurin verfeinert den Schnitt direkt vor Ort. Das Ganze passiert im Beisein von Mauds Freunden und Familie, die sie allesamt bejubeln und anfeuern. Das Ergebnis: ein raspelkurzer Haarschnitt, der Mauds Gesicht besonders betont. Überglücklich strahlt die Enkelin des norwegischen Königspaares in die Kamera. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und das Leben hat sich noch nie besser angefühlt, schreibt Maud unter den Clip. Was für eine mutige Aktion.